Herzlich willkommen beim Motorradmagazin zu zwei Weltpremieren. BMW präsentiert hier in München zwei neue Schwergewichte, die R18B und die R18 Transcontinental, dem Fulldresser. Das B steht natürlich für Bagger. Beide haben 400 Kilo und mehr. Die Bagger 398, allerdings wird das ja gewogen mit 90% Tank, 24 Liter Hammer, also auch diese hat über 400 Kilo. Und das Teil, auf dem ich sitze, hat 427 Kilo. Und da steckt einiges drinnen und was das ist, das erzähle ich euch gleich. So, ich sitze, glaube ich, auf der schwersten BMW aller Zeiten. Ich glaube sogar, die Transcontinental ist schwerer als damals diese Fulldresser Victory, wer sie noch kennt. Das ist halt ein Massivbau. Da ist sehr viel Metall, sehr viel Chrom dabei. BMW verwendet hier kaum Plastik, außer vielleicht teilweise hier bei den Windabweisern. Die kann man hier auch verstellen. Ich setze mich gleich einmal in den Sattel und schaue, dass ich nichts umwerfe. 740 mm Sitzhöhe bei der Transcontinental, 720 bei der Bagger. Ein leichter Unterschied, aber natürlich sollte hier jeder einen festen Stand haben. Und ich merke auch, das Motorrad ist sehr schön ausbalanciert. Also man muss sich da echt nicht schrecken von so einem Monstrum. Das Einzige, was natürlich schwierig wird, ist zurückzuschieben. Und da gibt es ja die Rückfahrhilfe und die kostet leider extra. Das finde ich fast ein bisschen schade, weil dieses Ding da am Parkplatz zu bewegen, das ist echt nicht mehr vielen Leuten zuzumuten. Da braucht man schon ein bisschen Morch. Was ich ganz schön finde, das ist, dass man sogar hier das Radarmodul vorne für den Abstandstempomaten schön integriert hat. Das ist ehrlich gesagt bei den Enduros nicht ganz so schön gelungen oder hat man es für nicht notwendig erachtet. Der Abstandstempomat kostet auch extra, der Tempomat an sich ist aber ebenfalls serienmäßig drauf. Auch diese schönen Zusatzscheinwerfer, ein paar Teile hier gehören natürlich zur First Edition, die es hier auch gibt. Das gilt auch für den Lack, für diese handgezogenen Linien. Dann haben wir hier natürlich ganz wichtig auch die massiven Sturzbügel und für die gibt es auch ein Extra und das werde ich euch gleich nachher zeigen, auf das ganz, ganz viele lange gewartet haben, vor allem wahrscheinlich Amerikaner. Dann der bekannte 1802 Big Boxer mit 91 PS, 158 Newtonmeter Drehmoment bei nur 3000 Touren. Es ist so schön, die zu fahren. Die letzte, die ich getestet habe, war die Classic, die ja auch schon Seitenkoffer hat, allerdings Softbags und nicht die massiven, die wir hier haben. Circa 26,5-27 Liter Fassungsvermögen links und rechts. Dann kommt noch das Topcase dazu. 47 Liter, glaube ich. Und wie wir sehen, da geht mir echt das Herz auf. Die integrierten Marshall Lautsprecher, die kennt man ja, die Firma, von jeglichen Rockkonzerten, Heavy-Metal-Konzerten. Und das ist auch so schön weiß eingefasst da. Also es gibt an dem Motorrad praktisch keine optischen Schwächen. Da muss man so genau schauen. Auch der Lenkungsdämpfer hier unten ist sehr unauffällig integriert. Und wie gesagt, ein paar Teile müsst ihr euch jetzt sozusagen dazu denken. Das ist diese First Edition. Ich glaube, dass Leute, die das kaufen und sich leisten können, auch diese nehmen werden, weil da gibt es dann auch ein Goodie-Bag für Erstbesitzer. Das kann man dann eben nicht nachkaufen. Und dann hat man halt wirklich, glaube ich, einen der schönsten Fulldresser, die je gebaut wurden. Was haben wir noch serienmäßig drauf? Heizgriffe, Tempomat habe ich schon erwähnt. Fulldresser ist auch die Sitzheizung drauf und endlich auch auf der linken Seite, darauf habe ich lange gewartet, die Schaltwippe. Und diese Schaltwippe gibt es bei der Transcontinental dann auch mit den Trittbrettern. Die sind beim Bagger nämlich nicht dabei. Ja, auch für die Beifahrerin wohl meist gibt es auch schöne Trittbretter und wahrscheinlich auch einen der luxuriösesten Sitze. Ich muss mich da jetzt
vorsichtig bewegen. Da ist man auch links und rechts eingefasst wie in einem Sportsitz und kann da den wunderschönen Klängen von AC/DC oder sowas lauschen. Ich habe schon erlebt, dass meine Frau eingeschlafen ist in so einem Sitz, da muss man ein bisschen aufpassen. Das Gute ist, man kann natürlich die Helme koppeln, man kann miteinander reden. Wir haben auch ein Connectivity-System serienmäßig drauf. Und wenn wir uns jetzt einmal ein bisschen dem Cockpit widmen, ja, bei den Armaturen auch bekannte Module, dieses Drehrad, manche lieben es, manche weniger. Ich habe mich mittlerweile damit angefreundet, muss ich ehrlich sagen. Ist wirklich logisch zu bedienen. Dann haben wir diesen Menübutton. Das ist der Button für diesen Abstandstempomaten. Hier oben eben der Tempomat serienmäßig. Verstellbare Kupplungs- und Bremshebel. Auch alles massiv ausgeführt. Die Ausgleichsbehälter, das ist alles pipi-fein. Und auf der rechten Seite haben wir dann auch noch ein Extra, das kennen wir auch bereits, wir haben es auch schon benutzt. Es hat tatsächlich wer angerufen bei einem Sturz, der SOS-Button, das hat super funktioniert. Natürlich haben wir ein Keyless Go, das heißt, ich aktiviere das Motorrad einfach hier. Und darüber haben wir noch einen Knopf für die Zentralverriegelung für die drei Koffer. Das ist auch Pflicht, finde ich, bei so einem luxuriösen Motorrad. Und wenn wir jetzt in die Mitte schauen, finde ich auch eine großartige, geschmackvolle Lösung. Wir haben nämlich vier Rundinstrumente, sieht man leider mittlerweile viel zu wenig. Nicht einmal mehr auf dem einen oder anderen Naked Bike, ist sehr schade. Und darunter das aus der RT bekannte extrem breite TFT-Display. Und da sehen wir schon, da hat man auch einige optische, klassische Elemente eingebaut. Weniger hypermodern. Und da drinnen kann ich dann eben zum Beispiel mir die Navi anzeigen lassen. Ich kann hier mein Telefon koppeln mit der BMW-App. Ich kann Musik hören, wie wir leider nicht demonstrieren können. Das geht leider über YouTube nicht. Radio, dann kann ich mir die Infos über mein Fahrzeug holen und so weiter. Und alles eben schön breit angezeigt. Und ich finde, dass sich das nicht speilt. Ja? Also ich habe hier Moderne und Klassik einfach richtig schön miteinander verbunden. In der Mittelkonsole über dem 24-Liter-Tank gibt es dann noch natürlich den versteckten Tank. Der ist auch verschließbar. Ich habe schon mal gezeigt, ich glaube, der Tankdeckel wiegt 1 Kilo oder so. Also alles, was massiv gebaut werden kann, wurde hier massiv gebaut. Und darunter, wenn ich rechts drücke, kann man hier auch das Handy einlegen, das ich ja brauche. Eins habe ich auch noch vergessen, da vorne haben wir natürlich auch noch eine Steckdose. Ja, und wie gesagt, mehr Luxus wird es wohl kaum geben. Und noch einmal der Hinweis, keine Angst, wer sowas will, der sollte es mal probieren. Das Ding hat so eine schöne Straßenlage, das fährt sich äußerst sicher, äußerst selbstbewusst, hat auch einen automatischen Fahrlagenausgleich, also da muss man sich auch keine Gedanken machen, ob man allein zu zweit und sogar noch mit Gepäck drauf sitzt. 620 Kilo sind, glaube ich, möglich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist ein unfassbarer Wert, aber es geht, sobald sich das bewegt, dann geht's. Ich würde halt empfehlen, dass man die leider nicht ganz billige Rückfahrhilfe dazu nimmt. Und jetzt schauen wir uns einmal den Bagger an, der entspricht natürlich ein bisschen mehr meinem Geschmack. Es ist etwas weniger dran, natürlich kein Topcase. Dadurch ergibt sich hinten diese tief liegende Optik, die erinnert mich immer an so amerikanische Straßenkreuzer. Auch da kann man wieder genießen, wie schön diese Koffer lackiert sind. Das natürlich jetzt mit viel Zubehör, mit viel extra. Wir sehen, das hat nicht diese Linien, die klassischen. Wirkt fast noch ein bisschen edler jetzt mit diesen Einfassungen. Also das ist echt absoluter Wahnsinn. Auch hinten die Rücklichter, Blinker. Einfach alles schön. Es ist halt nichts, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt die Schrauben ändern, da muss ich einen anderen Deckel drauf. Da haben wir übrigens schon andere gefräste Zylinderdeckel, schwarz beschichtete. Auch vorne wirkt komischerweise die Frontverkleidung gleich ein bisschen anders, wenn diese Linien fehlen.
Ich habe mir zuerst gedacht, das ist ein anderes Teil, aber es ist eh genau das. Windschild natürlich niedriger als bei der Transcontinental. Auch das gehört zur Bagger-Optik. Und was mir noch fehlen würde, obwohl hier ganz schöne Felgen drauf sind, sind diese Felgen, die das Rad optisch noch vergrößern. Ja? In Amerika gibt es natürlich die Extremisten, die dann riesige Vorderräder bis, glaube ich, 29 Zoll oder so drauf haben. Macht für mich nicht wirklich Sinn, aber wenn das einfach optisch vergrößert wird, dann wird aus diesem 19 Zoll Vorderrad quasi optisch ein 21er und das ist dann noch ein bisschen besser. Auch die Ausgleichsbehälter gibt es noch schöner, wie wir sehen. In Zusammenarbeit mit dem bekannten Customizer aus Kalifornien, Roland Sands. Und das wäre es jetzt wieder, wo ich jetzt gerne aus der Halle rausfahren würde. Und wenn es mir gelingt, ca. 5 BMW-Mitarbeiter abzulenken. Das ist auch der Lenker ist, glaube ich, na, der ist eigentlich genauso geformt, der ist halt wieder schwarz. Und es passt mir auch. Also ihr seht es, 1,80 und 720 mm Sitzhöhe. Wirkt auch recht straff. Also das sind auch Motorräder, die schwimmen nicht. Wo man dann in der Kurve plötzlich ein bisschen ein ungutes Gefühl bekommt, sondern die sind auch sehr stabil vom Fahrwerk. Und ja, ich bin schon ganz, ganz flott damit unterwegs gewesen. Das glaubt man zwar nicht, aber es ist wirklich möglich. Ja, was das jetzt genau kostet, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe mich schon viel gespielt mit der Online-Plattform von BMW, wo man ja sich genau aussuchen kann, okay, welche Teile möchte ich gern haben, welche Extras. Und dann wird der Preis kalkuliert, da kann man eigentlich einen ganzen Tag drin verbringen. Kommt einiges zusammen, wenn man ein paar schöne Teile haben wird. Und es geht halt noch umfangreicher, es geht noch individueller, wenn man so will. Option 719, wir haben da eine meiner Lieblingsfarben drin, nämlich so Purple. Ja, das wäre so das Prince Purple Rain Motorrad mit einem Flip-Flop-Effekt. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf der Kamera sichtbar ist. Das geht dann so leicht ins Blau-Türkise. Dann gibt es eben da auch weitere Teile. Da sind ganz simple Abdeckungen eigentlich oben, die einen noch klassischeren Eindruck wieder vermitteln. Auch an den Koffern dann das ganze Design fortgeführt. Also das ist schon was, da will natürlich BMW zeigen, dass es sozusagen ein bisschen verrückter geht. Für die Mutigeren, das andere ist halt immer jeweils schwarz, tiefschwarz muss man sagen und weiß. Und da hat man gezeigt, dass man auch für die extremeren Individualisten was im Angebot hat. Und dann habe ich euch versprochen, zeige ich euch ein Extra, auf das viele gewartet haben, auf die Videos, auf unsere Heftberichte immer wieder gefragt. Kommt da eine Lösung? Ja, die kommt, nämlich die schaut genau so aus. Endlich kann man die Beine wieder ausstrecken, das Blut zirkulieren lassen. Ehrlich gesagt, ich hatte nie Probleme, den ganzen Tag so zu fahren, weil man ja eigentlich fast einen 90 Grad Kniewinkel hat. Ich war nicht so der Mensch, der seine Beine ausstrecken muss, aber wir wissen, in Amerika ist das wieder was anderes. Und auch da ist so einfach schön, das ist einfach massivst gebaut und verschraubt hier an dem Sturzbügel, wie hoch hier jetzt die Hitzeentwicklung ist, weiß ich nicht, das muss man natürlich testen, also das sind 5 cm circa dazwischen, aber auch da ist das jetzt nicht irgendeine Husch-Pfusch-Lösung, irgendeine billige, sondern das ist ein hochwertiges Teil und das zieht sich einfach durch die gesamte Modellpalette, die mittlerweile 4 Modelle umfasst. Ein bisschen dauert es noch, bis die beiden Fahrzeuge beim Händler stehen, wir werden sie auch irgendwann erst im späten Sommer testen können. Ich freue mich schon drauf, vor allem eben auf die Bagger, aber auch auf den Fulldresser, obwohl man den natürlich am liebsten zu zweit fährt. Und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Der Sozius ist für euch frei. Und schenkt mir jetzt mal einen Daumen hoch bitte für das Video. Abonniert unseren Kanal, abonniert unser Heft, das ihr auch online lesen könnt. Und wenn ihr eine Ausgabe dann versäumt habt, die ihr unbedingt haben wollt, dann könnt ihr auch alte Ausgaben nachbestellen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.